So, herzlich willkommen bei Endboss TV. Wir machen mal wieder ein Unboxing und zwar dieses Mal zu Alex. Vielen Dank auf jeden Fall für THQ und an die liebe Lina, die mir die Box 4EDs zukommen haben lassen zum Unboxen. Ja, ich würde sagen, machen wir sie einfach mal auf. Ich glaube, man muss das einfach hier so rausziehen. Ja, klappt wunderbar. Wer es nicht weiß, Alex, von den lieben Leuten aus Essen, die Piranha Bytes. Viele Grüße an Piranha Bytes, wer es nicht weiß natürlich, die Mann, die Gothic gemacht haben und Gothic 2 und so weiter und natürlich auch Risen. Ja, ich freue mich mega drauf. Ihr habt es vielleicht schon im Stream gesehen, wir haben ja Alex schon gestreamt, direkt auch vor Release und ja, nächste Woche kommt es raus. Gut, also ich weiß ja nicht, wann ihr das Video schaut, ne? Aber falls ihr das Video direkt schaut, wenn es rauskommt, wahrscheinlich morgen, das wäre dann Sonntag, heute ist Samstag. Dann, ja, kommt's nächste Woche. Ja, was haben wir hier so? Hier unten ist ja einiges drin, wie wir sehen. Hier sehen wir eine Drohne und eine Schrift, die wir nicht entziffern können, die eben mit der Welt von Alex zu tun hat. Oh, ich versuche das gerade mal. So, na? Kleinen Moment. So, machen wir's auf. Hier haben wir die Spiele drin. Es ist die PC-Version. Ich wundere, ich weiß, ich habe die PS4-Version gestreamt. Das war aber die Disc-Version, die Presse-Version. Es gibt ja auch einen Test noch dazu. Und ich hoffe, den schaffe ich auch bis nächste Woche dann pünktlich. Wir haben hier eine Karte und haben hier Soundtrack und Spiel. Und hier eben noch eine Kette. Und die holen wir mal kurz raus. Das ist eben so eine hier Drohne, wie man sieht. Oder soll das das Jetpack sein? Ich glaube, das soll das Jetpack sein, würde ich mal sagen. Ich hoffe mal, das fokussiert ran. Na, funktioniert's? Ich hoffe mal, es stellt scharf. Ja, das ist auf jeden Fall eine Lederkette. Ketten mögen sie ja immer gerne in ihren Collectors Edition. Das war ja bei Risen schon so. Oh, die hätte ich jetzt holen können, aber das dauert jetzt zu lange. Genau, das war so eine Totenkopfkette bei Risen. Risen 2 der Collectors Edition, genau. War auch an so einem Lederband dran. Und ja, das ist so, ich weiß nicht, Silber vielleicht. Silberkette wahrscheinlich. So, dann machen wir mal. Hier holen wir mal die Karte raus. Wer es den Stream geschaut hat, der hat ja schon gesehen. Es gab da mal kurz die ganze Karte zu sehen. Ich bin da mal kurz so drüber gegangen. Ja, genau. Und so sah die aus. Ich hoffe mal, man sieht es so einigermaßen. Also man sieht, man fängt ja hier unten in dem Bereich an. Und hat eben hier oben Eislandschaften, man hat Dschungellandschaften, hier ist dann mehr so Lava und so, also es ist Berge, Wüste ist hier, das heißt, man hat wirklich an Vegetation alles, was man sich vorstellen kann. Und ja, das macht hier diese offene Welt noch viel lebendiger und das ist wirklich tolles Material, muss man sagen. Das ist sehr, 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 sehr schöner, dicker Stoff, ganz, ganz toll. Kann man sich schön einrahmen und hinhängen. Ja, hier wie gesagt, ich mach's mal kurz hier raus. Dass ihr seht, dass ich kein Bullshit erzähle. Oh, das geht aber schwer raus. Moment, so. Also. Ne, es ist gar nicht das Spiel. Ich habe Bullshit erzählt. Seht ihr mal. Das Making-of, das Spiel kommt sogar noch. Das heißt, hier ist ein Making-of drin. Als DVD und als DVD der Soundtrack. Und das Spiel muss sich dann noch irgendwo da drin verstecken. Ziemlich cool. Ziemlich, ziemlich cool. Also da ist einiges schon hier dabei in dieser kleinen Box, die wir bis jetzt rausgeholt haben. Sieht gar nicht so groß aus und ist jetzt schon relativ viel drin. Und es ist ja noch einiges, was hier noch kommt. Nämlich zum Beispiel das Artbook. Ob das Artbook heißen soll? Alex kann man ja lesen. Aber ob das da oben Artbook heißen soll in dieser interessanten Schrift? Ich will auch gar nichts verraten. Ich kann mir schon denken, was es mit dieser Schrift auf sich hat und so, ich will da noch nichts verraten. So, ja, Creatures, da sieht man hier verschiedene Kreaturen, da gibt es ja wirklich alles, was man sich vorstellen kann. Und eben dieses Mal nicht nur Fantasy-like, wie man es von Gothic oder Risen kennt, sondern halt eben auch mechanische Sci-Fi-Gegner und eben auch Charaktere, wo es gemischt ist, Sci-Fi und Fantasy und auch so ein bisschen so postapokalyptisch einfach, ne? Ja, alles das ist drin
Und auch die ganze Welt ist so aufgebaut zwischen Sci-Fi, postapokalyptisch und Fantasy. Und ja, kann ich schon mal sagen, gefällt mir sehr, sehr, sehr gut, was das angeht. Kommt natürlich auch viel Kritik im Test, wie immer. Klar, ich werde es nicht hypen, sondern positive und negative Dinge werden rausgestellt. Ja, ich habe jetzt einfach mal ein bisschen durchgeblättert. Ich gehe noch mal ein bisschen so... Wartet, ich gehe einfach mal noch hier ein bisschen so... Mal, ach, guck mal, sieht man jetzt zum Beispiel verschiedene Waffen und da sieht man schon, ne? Diese schöne Mischung aus Fantasy und Sci-Fi und postapokalyptisch erkennt man hier sehr, sehr, sehr gut an den Waffen, würde ich mal sagen. So, mehr gucken wir uns gar nicht an. Das ist das schöne Artbook. Gar nicht mal so dünn. Einiges drin. Es ist zwar hier dieses kleine Format. Ich finde ja die dicken Formate besser, aber... also sprich diese A4-Bücher, die A4-Bücher. Aber klar, das macht natürlich mehr her. Aber trotzdem ein schönes kleines Artbook. So, jetzt haben wir hier noch eine schöne Box. Oh, das ist wirklich, das ist aber echt eine schöne Box, muss ich sagen. Ja, das ist echt schön. Ich weiß nicht, wie es bei der PS4-Version dann wäre, ob das quasi ein Steelbook wäre, so im Blu-ray-Format, oder ob das dann genauso ist, kann ich jetzt gar nicht sagen. Aber ja, wir haben hier ein Handbuch, Quickstart. Das ist auch noch schön oldschool. Wie Piranha Bytes selbst. Also super, sehr, sehr schön. Und das ist positiv gemeint. Nur, wer das falsch aufgreift. Ja, und hier die verschiedenen Game Discs. Da haben wir jetzt das Spiel drin. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spiele-Discs. Ja, da haben wir es. DVD, deswegen brauchen wir da noch einige. PlayStation ist natürlich dann eine Disc auf Blu-ray. Das ist klar. Aber eine richtig, richtig schöne Box, würde ich sagen. Eine richtig schöne Spielebox für den Schrank zu stellen. Oder? Sehr, sehr geil. Sehr, sehr toll. Gefällt mir auch einfach gut mit diesem Cover, was eben dieses Sci-Fi, Fantasy, Postapokalypse so schon so aufteilt schön. Das ist super. So, und das war es auch schon, obwohl da jetzt einiges drin war. Mit allem außer eben dem Wichtigsten, kann man sagen, nämlich der Figur. So, und die ist auch... Oh Gott, was würde ich mir die gerne hinstellen? Ja, kurz dazu, bevor wieder einer sagt, ich krieg sie wieder geschenkt. Ich krieg gar nichts geschenkt übrigens. Also ja, manchmal ja, dieses Mal nicht. Deswegen sage ich es dazu. Ich sage es ja dann schon immer dazu. Muss man ja. Und die muss ich zurückschicken. Die ist nur zum Aufpacken, damit ihr sie seht. Damit ich sie ein bisschen früher habe zum Aufpacken. Die darf ich nicht behalten. Was sehr, sehr grausam ist, das kann ich euch sagen, sowas dann zurückzuschicken. Die hätte ich schon gerne im Schrank stehen, Leute. Guckt euch die an. Eine sehr, sehr hochwertige Figur. Ich glaube, die Version, lasst mich lügen, aber ich meine, bei Amazon, wer sie vorbestellt hat, ich weiß nicht, wie es aktuell ist, könnt ihr ja mal gucken, ob man sie überhaupt noch bekommt, waren es, glaube ich, nur 90 Euro oder knapp 100 Euro, irgendwas um den Dreh. Auf jeden Fall keine 150, wie viele Collectors Edition. Kann man den da so reinstecken oder will er nicht? Es müsste eigentlich, theoretisch müsste das so gehen. Guck mal. Geht schwer rein, muss ich so. Ach doch, geht aber schon. Mit ein bisschen Gewalt. Jetzt auch nicht kaputt machen. Nee, aber ist schwer, aber das, dann ist die auch wirklich bombenfest da drin, muss man sagen. Auf diesem Eisklotz. Das ist... Quasi, auch wenn er eine Maske anhat, dürfte das quasi der Protagonist sein, der schon ein richtiger Badass-Charakter ist. Also, wo man am Anfang ihn vorgestellt bekommt, eigentlich so wie man in anderen Spielen einen Antagonisten vorgestellt bekommt. Und es ist aber der Protagonist. Das ist ganz cool. Ich bin jetzt gerade überlegen, hier dieses Schwert, wie das bei ihm quasi reinpasst. Ich muss da mal kurz hinten auf die Verpackung schauen, ob man da was sieht. Nein. Sieht man jetzt nichts. Ich weiß nicht, ob man zum Beispiel hier das Schwert irgendwie in die Hand geben kann oder so. Ich weiß nicht. Irgendwie wird das Schwert reinkommen. Ihr habt bestimmt eine Idee. Ihr könnt es auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht hat er da auch irgendwo noch einen Schaft oder so. Nein. Egal. Ich denke mal, irgendwas mit der Hand wird es vielleicht zu tun haben. So macht es keinen Sinn. Also wenn, dann müsst ihr das ja so halten, das Schwert. Und das ist irgendwie auch doof. Ich bin gerade zu blöd. Wahrscheinlich ganz easy. Aber die Figur echt schön. Ordentliche Größe. Sehr, 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 sehr hochwertig. Painting echt sehr, sehr gut. Muss man sagen, mit der Eisscholle steht die gut da. Sieht man hier, ne?
die steht fest da und das hat hier eh keinen festen Stand auf der Couch. Aber ja, richtig schön. Schaut es euch an. Nicht schlecht. Eine richtig ordentliche Edition, würde ich sagen, für diesen Preis. Kann man nicht sagen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Also schaut nach, wenn ihr Bock habt. Vielleicht kriegt man sie ja noch auf Amazon. Ich kann es gar nicht jetzt tagesaktuell sagen. Als ich letzte Mal geschaut habe, gab es die noch für unter 100 Euro. Ja, ist wie gesagt jetzt die PC-Version. Gibt es natürlich auch für Xbox und PS4. So, das war's auch schon mit unserem Unboxing. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie gesagt, wir haben diese Figur auch mit diesem schönen Schwert. Das ist echt ein schönes Schwert, hey. Hier auch nochmal in nah. Ich verfokussiere jetzt auch nochmal schön. Das ist echt hübsch. So, haben, wie gesagt, diese wunderschöne Spielebox hier. In tollem Design. War eben dieses Quickstart-Heft noch drin. Wir haben das Artbook, das war drin. Wir haben diese schöne Box mit Making-of hier und Soundtrack hier und eben dieser wunderschönen Kette. Und dann eben noch diese tolle Karte. Mit schönem dicken, aus schönem dicken Stoff und eben kein Papier oder sowas. Oder Plastik oder whatever. Ja, das war's. Richtig schön. Die Box an sich auch super, muss man sagen. Also auch an sich eine sehr, sehr schöne Box, die was hermacht. Sehr stabil mit Fenster zum Durchgucken. Ja, das war's. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst mal Kommentare da, wie ihr sie findet. Das interessiert mich ja immer sehr, ob euch das Geld es wert ist. Ob euch das Spiel gefällt, falls ihr es schon dann gespielt habt, wenn ihr das Video seht. Oder ob ihr euch freut auf Alex. Würde mich mal interessieren. Oder ob ihr sagt, nö, das ist jetzt nichts für euch. Seid ihr Gothic-Spieler gewesen früher oder nicht? Das spielt natürlich auch immer noch so eine Rolle. Und ja, dann würde ich mal sagen, macht's gut, ihr Lieben. Und vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Unboxing oder zum nächsten Video. Und ihr wisst Bescheid, immer schön weiterzocken. Thank you.